Löffel, was machst du denn hier? Hallo, Eddie. Mein Name ist Birgit Nehmann. Ich bin von Beruf Puppenspielerin. Meinen ersten Beruf war ich Erzieherin. Dann habe ich Kunsttherapie studiert. Und dann war das immer noch nicht genug, sondern ich wollte unbedingt auf die Bühne. Das wollte ich eigentlich immer schon. Wollte was mit Kindern zu tun haben und wollte auf die Bühne. Und so bin ich dann über Umwegen zum Puppenspiel gekommen. Hey Socke, was ist los? Hast du Ärger? Ich war 10 Jahre im Theatrium Figurentheater. Leider mussten wir 2012 Insolvenz anmelden und unser Theater schließen. Das war für mich aber überhaupt kein Grund, meinen Beruf an den Nagel zu hängen, sondern ich habe gesagt, ich mache weiter, ich mache mich selbstständig. Das kann ich dir nicht sagen, weil das ist ein Geheimnis. Und außerdem ist es eine Überraschung. Ich bin am Anfang zum Beispiel zu Kursen von Beginn gegangen, die mir sozusagen einen Einblick gegeben haben, wie mache ich mich selbstständig, was brauche ich dazu, was für Handwerkzeug ist nötig, mit Akquise, mit Controlling, mit dem ganzen finanziellen Hintergrund. Da waren sehr viele Fragen und die konnte ich halt eben über diese Kurse mir Gott sei Dank beantworten oder beantworten lassen. Auf eigenem Bein zu stehen, war am Anfang schon ganz schön aufregend. Ich hatte sowas noch nie gemacht. Es ergaben sich viele Fragen, wie geht denn sowas? Bin aber sehr schnell auch in den Genuss gekommen des Selbstständigseins. Nämlich, ich konnte selber bestimmen, wohin fahre ich, mit wem will ich Kontakte haben, wann mache ich was, wie ist meine Gage. Also ich brauchte mich mit niemandem abzusprechen und bin meine eigene Chefin sozusagen. Mittlerweile habe ich mir auch einen eigenen Namen gemacht. Am Anfang habe ich immer natürlich noch gesagt, Sie kennen sicherlich das Theatrium, das war ein Begriff. Und jetzt reicht mein Name. Und die Leute wissen, sie kriegen Qualität, sie kriegen ein tolles Stück. Und das ist einfach ein tolles Gefühl. Ich bin jetzt ein mobiles Figurentheater und fahre durch ganz Deutschland vom Norden bis zum Süden und beglücke Büchereien, Kindergärten, Schulen, Museen. Alle die mich gerne sehen wollen, können meine Stücke buchen. Ich bin jetzt seit gut 2 Jahren selbstständig, liebe es, so zu arbeiten, wie ich jetzt arbeite. Aber ich habe auch noch so ein paar Sachen im Hinterkopf. Und vielleicht ergibt sich sogar noch mal, dass ich selber ein eigenes kleines Theater eröffne. So mein ureigenstes kleines Theater. Und auch noch mit Leuten zusammenspiele. Jetzt bin ich eine Ein-Frau-Puppenbühne und kann mir vorstellen, wieder mit jemandem auch zusammenzuarbeiten. Aber das ist erstmal noch Zukunftsmusik. Aber mal sehen, vielleicht klappt das ja.